Und Gruppe 7. Zuerst die Häufchen. Nichts lieber. Immer zuerst die Häufchen aufsammeln. Bevor man sie in tiefe Gruben reinstürzt. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich da gerade gesagt habe. Ignoriert mich. Ich bin gar nicht hier. Und das ist offensichtlich auch noch nicht erkundet worden. Also, das ist ungenüsslich für mich, jetzt da nicht alles erkundet ist, was vorher erkundet gewesen ist. Jawohl. Wie kann man nur sowas zusammenskripten? Ungeheuerlich, dass man sowas da draußen wirft. Ich zeige euch den. Nein, ich werde jetzt nicht sagen, dass es Sarkasmus ist. Ich überlasse euch selbst herauszufinden, ob das der Fall ist oder nicht. Schaut in die Ferne. Was für Zeiten leben wir denn, dass man immer erwähnen muss, was über alles Witz gemeint ist? Mit Vergnügen, ja. Ich will ja nicht eure Intelligenz beleidigen. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Schießplatz und Kaserne hätte ich hier gerne. Die passen auch beide hier ohne weiteres hin. Wie sieht es mit einem Stall aus? Ja, wir können theoretisch alles hier reinkriegen. Und was ist da schon wieder angefasst? Ach, Händler. Wütende Reiter, oder das sind Händler. Fressen sie. Vielleicht haben die ja ein bisschen Leben dabei. Ja. Ja, Herr. Apropos Lehm. Bauen wir zuerst diese Mine oder diese Mine? Ich würde sagen, zuerst diese Mine hier unten. Der hatte Geld. Warum haben die Händler eigentlich immer Taler bei sich? Und noch mehr Taler. Nun gut. Ich zeige euch den Weg. Seht durch mein Fernglas. Wie ich gerade erwähnen wollte. Man möchte ja nicht andauernd immer erwähnen, wenn alles ein Witz ist. Ansonsten, wenn die Leute tatsächlich irgendwann abgestumpft sein, dass sie nicht in der Lage sind, zu erkennen, was ein Witz ist, wenn er ihnen vollkommen ins Gesicht springen würde mit dem Bodyslam. Jawohl. Hier stand mal was, das haben wir abgerissen. Was war das? Die Alchemistenhütte, die haben wir eingestampft, weil wir sie nicht mehr brauchten. Es ist Zeit. Einer eurer Ingenieure ist am Boden zerstört, weil die Steuern zu eurer Siedler werden gesegnet. Was? Hat sich gerade jemand beschwert? Ich habe auch nichts mitbekommen. Oh, es sind schon zwei Karren hier unterwegs. Jawohl. Plündert sie aus. Ich meine, fragt sie höflich nach dem Wegzoll. Ihr wisst ja, wie das Prozedere geht. Erzählt ihnen doch einfach die Tragödie. Da sind die. Die haben gesehen, da kommt die Wegzoll, kommt der Zoll und die wollen sich vor dem Wegzoll drücken. Das geht nicht. Niemand drückt sich vor dem Wegzoll. Lehm! Eisen. Schön. Aber Lehm! Gruppe 9. Da ist ein Lehmschacht. Der ist bei uns in der Siedlung. Es gibt keine Ausrede dafür, dass wir den noch nicht okkupiert haben. Wo haben wir noch Platz für den Bauernhof? Verdammt. Wieso ist hier kein Platz für... Ah! Ich möchte noch mal ausgedrückt haben, wie sehr ich doch eigentlich hoffe, dass die History Edition in der Lage sein wird, die ganzen aktuellen Siedler 5 Maps mit sich spielen zu lassen. Das wäre hauptsächlich ein Grund zur Freude. Warum ist hier kein Platz? Das geht. Das nicht. Diese beiden Bäume müssten weg. Ey, alle Leute, die hier sind. Ja, da sind Bäume. Idee, macht sie weg. Schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Reiterorder, räumt auf. Zu tun. Ich war gar nicht da. Helden, danke ich war für die bei dieser netten nette Einführung.
Holz gefällt. Zahlt die haben weiter Eisen. Hölgern, kannst du da schon mal freisprengen? Oder brauchen wir dafür definitiv noch den Wetterwechsel? Das könnte ein bisschen lauter werden. Für euch doch immer. Seht durch mein Fernglas. Schaut in die Ferne. Er hat natürlich Geld bei sich. Was auch sonst. Gerne. Die Reuter haben es inzwischen wieder gruppiert, die freuen sich. Die Leibeigenen, nein, Gruppe 9. Die Leibeigenen haben es inzwischen geschafft, die Bäume zum größten Teil wegzubeseitigen, ohne eine globale Katastrophe auszulösen. Die machen das ja ganz gerne, das wissen wir alle. Sonst müssen die beiden Bäume auf Asien. Hm. Gruppe 7, ihr dürft wieder Leben kloppen. Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Und der... Hier ein Wohnhaus hin. Dach, Chef. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen? Nein, kann ich nicht. Und will ich nicht. Und werde ich nicht. Und werde ich übrigens auch nicht. Ich mag es, wenn die Leute sich mal wehren. Leuchtturm. Ich zeige euch den Weg. Gut, das sieht sehr stark nach einem Königsgefängnis aus. Auch wenn ich sehr stark die Meeresanbindung von Österreich anzweifle. Aber was will man machen? Damals war eben alles ein bisschen größer. Natürlich. Auch Österreich. Natürlich. Seht her. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Einer eurer Ingenieure ist am Boden zerstört. Weil die Steuern zu hoch sind. Dann tut er ein paar Holzbretter drauf und dann ist der Boden wieder heile. Ich sehe nicht, was das Problem ist. Seht her. Das Ganze sieht jetzt überaus gefährlich aus. Das sieht überaus gefährlich aus. Vor allem für eine Armee, die nur auf schweren Reitern basiert. Wir brauchen ein zweites, ein drittes Dorf zertrümmern. Aber sicher doch. Und dann müssen wir uns damit ein paar Fernkämpfer zusammensetzen. Seht her. Oder wir rekrutieren so viele schwere Reiter, dass wir einfach alles überrennen können. Ja. Und verheizen die dann einfach ohne Ende. Ja. Aber das war niemals unser Stil und das wird auch niemals unser Stil sein. Gerne. Sieht durch mein Fernglas. Außer das eine Mal, als wir die Bösen waren. Aber da war es auch moralisch vertretbar, weil wir die Bösen waren. Ja. Aber man muss natürlich auch bedenken, böse alleine macht einen nicht cool. Alles hat ein gewisses Maß an Nuancen. Also, wenn man böse sein will, oder wenn man cool sein will, dann nicht automatisch nur böse sein, sondern böse sein mit Stil. Was unser Stil ist, überlasse ich jedem selber. Und warum beratschlage ich die Leute dabei, wie sie böse sind? Als nächstes kommt wahrscheinlich ein Tutorial, wie übernehme ich die Weltherrschaft? Allerdings möchte ich nicht zwangsläufig alle meine Geheimnisse sofort verraten. Seht her. Schaut in die Ferne. Da sind Händler. Macht sie Platz. Ja. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Reiter, macht die einmal, verfolgt die einfach. Ihr reitet die schon noch nieder. So soll es sein. Die Abteilung setzt ihn einfach dahin. Die wartet dann da. Diese Abteilung setzen wir nach hier oben hin. Die wartet dann da. Und ihr setzt euch hin zum Hafen. Ich tue mein Bestes. Dann haben wir noch diesen Eingang. Diese beiden Zugänge sind bewacht. Oh, die kriegen die sogar noch. Das kann ich. Seid unbesorgt. Ich weiß nicht. Hier, bewacht da.
Von hier aus kommen, glaube ich, keine. Die kommen nochmal, wir sind aus diesen Toren, glaube ich. Ja, ja. Den Burg Dürnscher eingesperrt. Im ersten Teil hast du deinen Helfer gefunden, den Sheriff von Nottingham erledigt. Finde einen Weg, den König zu befreien. Inzwischen wurde ein Lösegeld von 6000 Eimern Silbern. Wahrscheinlich werden wir später die Wahl haben, das Lösegeld zu bezahlen. Sieht durch mein Fenster. Oder einfach ganz Österreich wieder zu brennen. Jawohl. Schaut in die Ferne. Oh, sie. Oh, sie an Kisten. Natürlich. Und hier auch. Jawohl. Leute, da sind Kisten. Habt ihr das gesehen? Geht die aufmachen. Natürlich. Zahltag, einer eurer Ingenieure ist am Boden zerstört, weil die Steuern zu hoch sind. Am Boden zerstört? Sehe ich anders. Wir segnen die Bewohner der Stadt. Schaut in die Ferne. Sieht durch mein Scheinwerfer. Weiter hier. Wenn wir eine Sache gelernt haben, dann ist es, dass wir immer außerhalb der Map noch irgendwie nachschauen müssen. Natürlich. Sieht durch mein Fernglas. Sieht durch mein Fernglas. Es funktioniert. Ja. So soll es sein. Mach auf. So soll es sein. Ja, Milord. So. Nur Robin kann die Truhen öffnen, nicht wahr? Natürlich. Ari oder Lady Robin, wie sie ja passenderweise wenn ihr heißt. Richtig haltet. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ein Leben schafft es 34.000 Leben. Das ist zwar alles schön und gut, müsst ihr aber auch bedenken, dass wir das im Platz noch brauchen können. Und habe Holz gefällt. Deswegen sollten wir nicht übertreiben. Und wenn nicht übertreiben, meine ich komplett übertreiben, aber das würde ich nicht zugeben. Stimmt, hier ist Leonardos Hütte. Der Stall für später muss hier hin. Schießplatz kommt nach da unten in Kasernen nach hier. Nur für den Fall, dass wir später evaluieren, dass das Sinnvollste für uns wird, diese Zugbrücke zu öffnen. Der Tag der Abrechnung. Da möchten wir eine vorgeschobene Basis haben, auf die wir aufbauen können. Ja. Das mit dem Springen hat jetzt nicht so ganz geklappt, wie ich erhofft hatte. Fertig. Geht zuerst mal hier schauen. Vielleicht kriegst du eine Interaktionsmöglichkeit. Ansonsten müssen wir halt den Winter nutzen. Und das würde mir auch nicht gefallen. Wobei es hat Vorteile. So oder so, egal wo wir unsere Brücke bauen, wir hätten einen Rückfallplan. Natürlich. Und konnten sozusagen absichern. Dieses Gebiet hier muss natürlich selbstredend komplett weggerodet werden, damit wir Platz haben, um überhaupt irgendwas reinzusetzen. Aber es muss auch gut aussehen. Jawohl! Ja, Pelham kann keine Kisten öffnen. Er weiß nicht, wie das geht. Freilich. Wir können ich bin gar nicht damit interagieren. Wenn ihr dann wollt. Geht's hier. Schaut in die Ferne. Da kommen doch noch welche raus. Ja, mein Herr. Attacke. Das ist ungünstig. Wir haben 2 Trupps Reiter insgesamt zu wenig. Du hast den Steuerbescheid vom letzten Zahltag. Eine eurer Ingenieure. Was soll das jetzt heißen?
weil die Steuern zu hoch sind. Was? Wir zahlen Steuern? Ich hasse euch alle. Segnen die Bewohner der Stadt. Wenn ihr wollt. Finden wir erstmal einen Steuerbescheid. Sicher? Wir haben uns mal 3500 Tacken abzwiebelt. Welche Form der Ketzerei ist das? Wie ihr wollt. 10 Hasen. Solange sie nicht wie damals in Minecraft einfach ganz kurz mal in so ein Lavabecken vor mir springen, ist alles in Ordnung. Ich bin 2550 Eisen ist doch was Nettes. Freilich. Bestimmt, hoffentlich müssen wir die nicht auf den Steuern. Hasen! Putzig! Alle Rohstoffe sind weg. Moment, was? Es war Gruppe 0, ihr könnt weiter daran arbeiten, aber was? Gruppe 7, habt ihr getrunken? Wo ist das ganze Leben hin? Was habt ihr damit gemacht? Habt ihr das Zeug aufgegessen? Nach eingehender Evaluation bin ich der Meinung, wir brauchen ganz viele Steine. Hier. Natürlich. Geht damit spielen. Ich bin schon unterwegs. 1000 Leben, 1250 Taler. Das ist doch immerhin etwas. Natürlich. Steuerbescheid vom letzten Jahr. Und sieht durch mein geheuerlich. Bilder. Sieht her. Schaut in die Ferne. Wir werden uns auf der anderen Seite wahrscheinlich durch sehr, sehr viele Angelegenheiten durchschnetzeln Gerne. Müssen. Das sind übrigens ein paar Händler, die gerade von unseren ganz heldenhaften Helden ermordet werden. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Oh, er hatte Geld bei sich. Seid gesegnet. Hoffentlich müssen wir unsere... Das wäre auch das Ultimative. Bank überfallen und versteuern. So hohe Steuern habe ich mein Lebtag noch nicht zahlen müssen. Das ist Ausbeutung. Kommt ja. Ja, das ist es. Und mir in die Schuhe zu schieben, wenn das darunter mussten wir auch gerade leiden. Ich habe die Finanzkrise und so. Die Steuern, die nehmen uns alle übelst mit. Ich vergesse nämlich bei dieser netten Lichtung. Habe Holz gefällt. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. So, eine muntere Bande wegen zusammensetzen. Sind unsere freundlichen KI-Gegner aus der Nachbarschaft? Ich bin fertig. Hier. Eigentlich reparaturfreudig. Das werden wir später herausfinden und müssen. Und dann haben wir den Alten übers Ohr. Wenn nicht, wird es unsere ganze Lage natürlich ungemein vereinfachen, weil wir dann unsere besten Freunde, die Diebe, einfach so durchhetzen können. Und die rollen dann halt alles weg. Wenn doch, dann brauchen wir definitiv einen Trupp Scharfschützen. Ja, euch doch immer. Jawohl, aber sicher doch. Um in der Lage zu sein, wichtige Angelegenheiten zu regeln. Fertig, Meister. Ja. Apropos wichtige Angelegenheiten. Natürlich. Ja. Unabhängig von der Lage brauchen wir natürlich erstmal eine gesicherte Brücke. Die kommen dann im Leben lebendig durch. So soll es sein. Und ihr betet mal. Das war absolut verschwendet. Zahltag. Fertig, Meister. Ist in Ordnung. Ich hab getan, was ihr wolltet.